der Grund, warum die Typen mich immer noch so faszinieren, ist, weil man damit irgendwie nie fertig werden kann, finde ich. Und ich kann mir vorstellen, dass ich in 20 Jahren die wieder spiele und wieder was ganz Neues für mich entdecke da drin. Und das macht einfach Spaß irgendwie, in dieser unendlichen Schleife da irgendwie. Die Verlobesituden habe ich ja letztes Jahr aufgenommen. Alle 12. Gespielt habe ich die aber schon im Studium. Und wie jeder Gitarrist wahrscheinlich habe ich mich damit schon recht früh beschäftigt. Und damals waren für mich die 12 Etüden, also die Etüden, die ich damals gespielt habe, waren so eine Art Zungenbrecher. Ja? Also in dem Fall Fingerbrecher. Ich habe als meine Aufgabe gesehen, die möglichst klar und schnell zu spielen. Aber im Unterschied zu einem Zungenbrecher, der nicht unbedingt einen Inhalt hat, sondern nur wirklich davon profitiert, dass es effektvoll ist, wenn es gut klappt, sind die Etüden, die haben viel Inhalt, und wenn man schon den Vergleich mit Sprache macht, sind eher so Gedichte. Viele kritisieren seine Musik und sagen, ja, okay, der nimmt ja den gleichen Griff und schiebt ihn die ganze Zeit. Rein technisch gesehen zum Teil ja, aber was dadurch entsteht, wie er den Effekt damit erreicht, den er erreichen will, das finde ich unglaublich. Und das gab es bei den anderen Gitarrenkomponisten oder Komponisten, die für Gitarre komponiert haben, vorher nicht. Zeit, in der sie geschrieben wurden, finde ich, spiegelt sich auch ganz deutlich wider. Es war in 1929, komponiert, und das war die Zeit, die Industriezeitalter. Ja? In dem gleichen Jahr sind zum Beispiel Stücke entstanden wie von dem russischen Komponisten Alexander Mosolow, das Stück Musik der Maschinen, und Schostakowitsch hat ein paar Jahre später das Ballett Der Bolzen komponiert, wo es auch um eine neue Maschine ging, die ein fauler Mitarbeiter mit Hilfe eines Bolzens zerstören wollte. Und Villa-Lobos hat es geschafft, finde ich, beides unterzubringen in den Etüden, also das Menschliche auf einer Seite und auf der anderen Seite das Mechanische. Und in allen Etüden, fast in allen Etüden, gibt es dieses Mechanische. Es kommt, taucht immer wieder auf, gemischt mit diesem Melodischen und Schönen. Aber in der 12. Etüde ist es eigentlich gar nicht mehr so. Es ist nur mechanisch. Das ist wie, sozusagen, wie Sieg der Maschinen am Ende von diesem Zyklus. Er hat selbst ja in dieser Zeit sich in Paris aufgehalten, wo er das natürlich alles mitgekriegt hat. In Brasilien war es nochmal was ganz anderes. Aber was ich da drin höre, ist, glaube ich, das, was ihn unmittelbar beeinflusst hat, einfach durch seinen Aufenthalt in Europa. Schon erwähnt habe, in letztes Jahr habe ich eine Schallplatte aufgenommen, also eine CD, die auch als Schallplatte erschienen ist, und die ist hier in diesem Laden in Record Store Berlin exklusiv zu haben. Es sind 12 Konzertetüden von Villa-Lobos drauf und auch die 4 Jahreszeiten von Piazzolla, und als Bonustrack gibt es noch das berühmte Stück Lage da da von Augustin Barros Mangold. Ich habe mal mit einem bekannten Gesangspädagogen gesprochen, der auch ein Schüler von Fassbender war, und der hat mir erzählt, Fassbender hat gesagt, wenn man von einer Blume singt, muss man wissen,
was das für eine Blume ist, welche Farbe die hat, wie sie riecht und wo sie wächst. Und nur dann kann man es wirklich sozusagen vermitteln, das Bild. Und natürlich wird das Publikum nicht genau das gleiche Bild kriegen, ja, weil es ist ja einfach nicht möglich. Aber der Interpret muss ganz klare Vorstellungen haben. Und es ist schwieriger bei instrumentaler Musik. Wir haben keinen Text, es steht nichts Konkretes da. Es ist auch in dem Sinne kein Programmwerk, die 12 Etüden. Ja, und man, finde ich, jeder muss nicht, aber jeder kann persönlich irgendwas für sich da entdecken. Und das finde ich das Schöne. Und deshalb gibt es ja überhaupt noch die Interpreten, weil jeder Interpret kann etwas Eigenes, etwas Neues da mit reinbringen.